Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Freitag, dem 13., wohl dem, der heute hier einen guten Tagesverlauf hat, denn davon ist eigentlich auszugehen, denn rein statistisch ist der Freitag, der 13., kein anderer Freitag als andere, obgleich es eben hier den einen oder anderen gibt, der diesen Freitag ja, sozusagen als Tag des ein oder anderen Fettnäpfchens bezeichnet. So wollen wir das mal betrachten. Letztlich der Markt selber kein Fettnäpfchen, der bewegt sich nämlich heute wieder in sanften Zügen bislang, könnte aber alles noch recht spannend werden. Und wir wollen heute das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar auch als Kebel bekannt unter die Lupe nehmen, dass hier auf den oder mit der Beschau der Top-FX-Pairs hier auf den vorderen Rängen notiert, hängt aber in erster Linie auch mit einer US-Dollar-Schwäche zusammen, die wir hier seit ja, dem gestrigen Tag auch schon erlebt haben. Der US-Dollar hier ein Stück weit im Rückzug, insbesondere auch seit der Trump-Rede, gab es da ja eine gewisse Ernüchterung. Und der ein oder andere orakelt sogar schon, dass das die große Dollarumkehr sein könnte. Ich meine, der Dollar kann noch mal ein Stück weit nach oben gehen, generell auf Sicht von Wochen, vielleicht auch Monaten. Aber für das Jahr 2017 rechne ich dann doch auch, gerade beim Euro, das wisst ihr, wenn ihr getreue Zuschauer seid, sozusagen, durchaus mit einem Upstep auf der Oberseite, der hier ganz überraschend für den einen oder anderen kommen könnte. Gut, das britische Pfund aber heute im Fokus, in dem wollen wir uns jetzt auch zuwenden, denn Sie sehen rechts unten hier den Wochenchart. Ich habe heute mal nicht den Monatschart dabei, das ganz große Bild. Die 1,20 bleibt ein Thema. Hier eine damalige Analyse. Ich gehe jetzt kurzfristig, werde mal den Wochenchart hier auch updaten. Da ging es auch darum, dass wir damals hier den Touch mit der 1,2850 als mögliches Short-Level gesehen haben. Ganz reichte es für den Preis allerdings nicht, dieses Niveau zu touchieren. Insofern schade, aber letztlich haben wir hier nach wie vor einen intakten Abwärtsimpuls auf Wochenbasis untergeordneter Natur und übergeordneter Natur natürlich sowieso. Ja. Die Marke von 1,20 wurde schon unterschritten und ich meine auch, die könnte nochmal angelaufen werden. Kurzfristig sehe ich aber hier durchaus die Möglichkeit eines Rebounds. Wir haben hier bei 1,2120 ein Unterstützungslevel, das schauen wir uns gleich im Tagesschart nochmal an. Und von diesem ausgehend kann es durchaus, wie gesagt, einen kleinen Überraschungsmove auf der Oberseite geben. Und das wollen wir uns jetzt mal im Tagesschart anschauen, denn wir haben hier auch heute noch eine interessante FTSE-Vektorlogik zum britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar. Dazu gibt es übrigens heute, wenn Sie hier auf unserer Startseite, unserer JFD-Webinar, sage ich schon, auf unserer klassischen JFD-Startseite hier praktisch unter die Webinare gehen. Übrigens in Kürze hier auch ein neues Upgrade der Website. Lassen Sie sich da mal überraschen, wird fein und auch relativ schlank. Heute aber, wie gesagt, hier die FTSE-Vektorlogik im Workshop. Da werde ich Ihnen ein Stück weit was dazu erzählen, zu dem, was ich Ihnen gleich mal zeigen werde. Hier GMT 13 Uhr, aber wir sind ja mitteleuropäischer Zeit, deswegen 14 Uhr geht's los. Anmeldung noch möglich. Und da befassen wir uns, wie gesagt, ein Stück weit mit der Mystik der Fuzzy und Vektorlogik. Das schauen wir uns mal im Detail an. Jetzt aber hier zum britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar. Ich sprach von dem Support-Level um 1,2120 roundabout. Und heute hier sehen Sie sehr schön, haben wir ein sehr starkes bullisches Pattern, sowohl auf 24-Stunden-Basis als auch auf Haupthandelsbasis von 7 bis 22 Uhr. Hier am 13.01. gab es in der Vergangenheit 303 Erscheinungen, die in 71,3% der Fälle hier zu einem Hoch führten im Bereich im Schnitt 1,2333, eine Performance hier von knapp 0,9%. Das ist eine Ansage. Bei der Statistik von 7 bis 22 Uhr legen wir hier sogar noch ein Stück weit drauf in Sachen Performance, aber nur minimal. Auch das Hoch ein Stück weit höher. Grundsätzlich geht das aber hier beides confirm und das ist sehr, sehr interessant. Wir haben also hier durchaus einen bullischen Bias rein von der Statistik, rein von den vergangenheitsbezogenen Impulsen. Das Einzige, was nicht passt, und das will ich Ihnen an dieser Stelle nicht vorenthalten, ist hier die Wochentagsstärke. Ja, wir hatten ja auch bei mir im Stream gestern das britische Pfund gegenüber dem japanischen Yen auf Freitag generell schwach. Aber hier, was soll man jetzt sagen? Die 52-Wochen-Tendenz beim britischen Pfund nicht minder stark, aber bislang eben positiver Bias. Und das gibt hier durchaus ein Stück weit Rückenwind, sodass es eben hier heute ja vielleicht doch ein Upside auf der Oberseite geben könnte. Ideal ist natürlich, wenn wir eine Fuzzy-Vektorlogik einhergehend mit einem entsprechenden Wochentag haben. Das ist wie gesagt nicht der Fall, aber charttechnisch haben wir hier die Voraussetzungen. Da sehen Sie auch den blauen Tendenzpfeil, den wir unlängst schon unter
Die beschauen Namen und hier praktisch einen möglichen Verlauf skizzierten, der dann eben von dem Level um 1.21 ausgehend, 1.21.20 Supportbereich, eben von einem Up-Move ausging, der uns hier zunächst kurzfristig bis in den Bereich 1.24.10, 1.24.60 tragen sollte. Hier dann auch die Abwärtstrendlinie, die wir auch im Wochenchart schon gezeichnet haben. Und da könnte sich hier ein hervorragendes Umkehrlevel ergeben, was dann wiederum einen Lauf bis zu 1.20 generieren könnte. Was wiederum eine schöne Basis wäre, um auf Big Picture-Gesichtspunkten einen Doppelboden auszubilden, um dann hier das britische Pfund im Zuge einer größeren Dollarschwäche, wenn sie denn kommt, hier sozusagen von hinten anzutreiben und dann hier nach oben rauszuführen. Das bleibt aber alles noch Zukunftsmusik. Tatsache ist, wir sind in einem übergeordneten Bias. Jetzt aktuell die Chance, gerade mit dem positiven Bias der FTSE-Vektorlogik hier auf der Oberseite heute einen Impuls zu sehen. Und der könne dann eben die nächsten Tage das Ganze sogar weitertragen. Getragen wird dies konträr nicht von der Saisonalität, aber hier hat der Preis die Macht und die Dominanz. Insofern würde ich hier charttechnisch dem blauen Pfeil sozusagen nach wie vor den Vorzug geben. Anders sieht es natürlich aus, wenn wir hier ein neues Zwischentief machen. Und das schauen wir uns jetzt mal kurz auch im Stundenchart noch an. FTSE-Vektorlogik, wie gesagt, bullisch. Wir sehen auch hier einen schönen Boden in der Asia-Session, das sieht wirklich gut aus. Wir können auch die letzten Bewegungsimpulse mal im Stundenchart hier mit Fibonacci eingrenzen. Da sehen wir auch schön 61er Level touchiert. Aber ein bisschen genauer. So, aber keine Kalligrafie. Grundsätzlich wisst ihr, was ich meine. Hier zwischen dem 50er und 61er Level stabilisiert. Das ist sehr, sehr schön. Auch am Vortagestief. Wunderbar. Und jetzt drehen wir ein Stück weit nach oben. Wichtig wäre, dass wir den Pivot Point knacken. Dann hätte sozusagen auch die FTSE-Vektorlogik noch ein Stück weit mehr Drive. Und ihr habt es ja vorhin gesehen, 1.23.33, 1.23.44 wären die Levels auf der Oberseite nach FTSE. Und hier haben wir auf jeden Fall den Spielraum. Und das sollte man definitiv berücksichtigen. Auch wenn man sagt, okay, wir gehen hier unter das Vortagestief mit dem Stopp, müsste man gar nicht so eng machen, könnte auch meines Erachtens ein Stück weit tiefer sein, sagen wir mal, ein Stop von 45 Pips roundabout, hätten wir hier das Risiko und die Chance, zumindest auch wenn wir bis zum Vortageshoch nur laufen, und das wäre unterhalb der prognostizierten FTSE-Vektorlogik, haben wir aber hier ein sehr, sehr schönes CRV, was bald in dem Bereich, gut, wenn wir jetzt hier sogar die 1.23.33 rund nehmen, haben wir hier sogar ein CRV von 3 zu 1, das ist wirklich hervorragend, also komfortabel, wenn man solche Trades immer finden würde, hätte man hier sicherlich kein Problem, langfristig gut und dauerhaft erfolgreich zu sein, denn hier reicht eine Trefferquote von unter 40% aus, um einen profitablen Equity-Faktor zu erreichen. Eben mit dem kleinen Risiko und so einer großen Chance sehe ich das Ganze als interessant an und wie gesagt, es könnte richtig an Fahrt gewinnen, wenn es über 1.22.08 den Pivot Point geht. Ich selbst bin schon engagiert, bin mit dem neuen Tageshoch schon in einem Trade drin und will mal sehen, ob es hier jetzt noch weiter nach oben geht. Wir dürfen mal abwarten, was passiert. Hier vom RSI haben wir auch ein Stück weit Rückenwind. Jetzt muss aber eben ein Stück weit Drive reinkommen. Idealerweise das Pfund jetzt mal ein Stück weit zulegen und das tut es ja auch gerade mit einem neuen Tageshoch. Sieht also, wie gesagt, ganz gut aus. Und dann hätten wir es. Wir werden das heute Nachmittag nochmal analysieren. Da werde ich auch heute Nachmittag nochmal auf ein anderes Pattern der FTSE-Vektorlogik eingehen. Was wir hier unten sehen, das ist der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar. Das schauen wir uns dann direkt im Webinar nochmal an. All dieweil hier am Nachmittag der kanadische Dollar auch immer wieder ein Thema ist. Da haben wir allerdings heute, entgegen des bullischen Wochentags, ist umgekehrt gegenüber dem britischen Pfund, ein negatives Pattern. Sieht aber auch interessant aus. Schauen wir uns, wie gesagt, dann bei Gelegenheit an. Interessant auch hier, dass wir in einem Extrembereich ansteigen, im Sinne des Trendmomentums. Und das ist auch ein Thema, was man hier durchaus mal unter die Lupe nehmen sollte, kann und darf. Und dazu mehr hier am, oder nicht am, sondern in Kürze, nämlich hier von 14 bis 15 Uhr. So, dann, meine lieben Zuschauer, möchte ich fürs Erste belassen. Das JFD Devisenradar meldet sich sozusagen jetzt hier mal ab und wir hören uns, wenn Sie mögen, eben heute Nachmittag, Schrägstrich am Montag in alter frischer neuer Stärke wieder. Ich wünsche Ihnen was. Genießen Sie den Freitag in vollen Zügen und vor allen Dingen das Wochenende. Wenn wir uns dann später noch hören, dann nochmal bis dahin. Ihr Christian Kämmerer, beste Grüße und tschüss.